Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge How to Find a Dragon. Heute geht es um Tonapass Schatten, der hier auch, wie ihr seht, direkt vor uns ist. Der ist hier gerade respawned und wir wollen euch mal so ein paar Sachen über ihn erzählen. Also wenn ihr ihn zähmen wollt und so weiter. Also er hat das Level 107. Und um ihn wirklich zähmen zu können, also mit Level 100 könnt ihr ihn schon zähmen. Allerdings nur mit Dracheneinfluss und ab Level 104 auch ohne Dracheneinfluss. Gibt es noch was Wichtiges zu diesem Drachen zu erzählen? Wann respawnt der? Alle 4 Tage, alle 3 Stunden ab. Also ihr habt dann quasi alle, also wenn er einmal aufgetaucht ist und gezähmt wurde, habt ihr alle 3 Stunden Zeit, ihn halt wieder zu finden. Und wo befindet er sich? Auf der kompletten Karte kann er halt respawnen, ne? Ja, also auf seiner Route, ist ja klar. Ja, ist einmal hier so bei Tunafa hier hinten rum, wo wir gerade stehen, runter zur Sumpfhexenhütte. Also hier haben wir ihn auf jeden Fall gefunden und hier unten bei der Hexe kann er halt auch auftauchen. Wo noch? Dann unten bei der Sumpfhexenhütte macht er einen Bogen, dann läuft er die Straße hoch, da Richtung Sichtmarsch. Sichtmarsch, okay, hier, ja. Dann bei Tonapawald die Straße lang. Ja. Dann hoch nach Tonapa Schlachtfeld. Ja. Wo das T fliegt, dann über die über den Schriftzug rüber. Bei der Kreuzung, bei Tonafas Schlachtfeld, fliegt er dann wieder runter. Moment, Tonafas Schlachtfeld, ja. Und ja, fliegt dann wieder hier hin, wo wir gerade sind. Okay, also er fliegt hier halt quasi irgendwo auf dieser Route, könnte er halt sein. Mhm. Und aus einer Flöte kommt er nicht, aber aus dem Ei könnt ihr ihn auf jeden Fall bekommen. Also ein Ei kann ihr dann auch ausbrüten, wenn ihr Lust habt. Und wer springt jetzt drauf und zähmt den? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Einer muss auf jeden Fall, den müssen wir live hier, ne? Auf jeden Fall zähmen. Also, Julian spring los, drauf. Alle sagen du. Spring drauf, zähme dir. Ich hab kusch dich aus der Gruppe. Los, kusch dich in ihre. Ja, die kann doch gar nicht in der Gruppe einladen. Ja, das ist schlecht. Ja, ansonsten, hier seht ihr, wie er aussieht, ne? Natürlich auch ziemlich schick. Schick sieht er aus. Jetzt gerade leuchtet er bei mir lila. Ist normal. Weil es halt ein Legi ist. Und gibt es noch irgendwas Wichtiges zu ihm zu sagen? Ja, er kann 7 bis 10 Slots halt haben, wenn man ihn halt zähmt. Ja, das war's auch schon von unserer Seite für diesen Drachen. Und ihr könnt euch freuen auf die nächste Folge von How to Find a Dragon. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.